Herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit Kapitel 3. Wir haben gerade den Schwarzen Ritter und den zweiten Titan hinter uns gebracht. Und deshalb bleibt da wahrscheinlich die nächste Zeit erstmal hier alles so ein bisschen bossfrei. Du könntest diese Statue mit der Macht des Handschuhs verschieben. Halte Lüt und drücke X. Hui. Okay, das ist doch praktisch. Ja, das sieht schon ziemlich beeindruckend hier aus. Wirklich gut gemacht. So weit kannst du aus eigener Kraft nicht springen. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich... wieder auf irgendwas rein. Den kleinen reicht's wahrscheinlich nicht, ne? Deshalb muss der große wieder her. Wo ist er? Da, Vogel. Komm her. Achso, hier geht's erstmal weiter. Wieder beide Kräfte auf. Schwupps. So, und wo geht's jetzt lang? Ah, hier. Momentchen. Wir sind wieder am Ausgangspunkt. Wollen wir hier mit noch was machen? Okay. Schattenmagie und Handschuh kombinieren. Hui. Großen Tor wagen. Reiten. Ja, wir hätten uns auch Feuer heilen können. Schließlich haben wir ja hier eine nie verendende, versiegende Quelle. Verendet. Verenden ist ein bisschen. Ah, okay, man kann die quasi überladen. Die Energie, wie man links und rechts unten sieht. Nein, falscher Knopf. Hep, und rüber. Da geht's runter wahrscheinlich. Oh. Was haben wir jetzt eingesammelt? Diese Kristallgebilde sind das Resultat eines Phänomens, das in Zonen mit einer hohen Konzentration an Schattenenergie auftritt. An diesen Orten ist das Land so mit Magie durchwirkt, dass es zu plötzlichen Eruptionen kommt, welche für die charakteristische Geodenform verantwortlich ist. Die Kristalle bestehen aus reiner Schattenmagie und sind daher viel empfindlicher und gefährlicher als die Steine der Medaillons. Die sind so mächtig, dass ein vollständiger Kristall bereits ausreicht, einen Dämon aus der Schattenebene herbeizurufen. Klingt harmlos. Gut, dann hier weiter. Oh, das nehmen wir mit. Eine Schriftrolle. Diese zerfallene Zivilisation zeugt vom größten Erfindungsreichtum der Menschheit. Es stimmt mich traurig, dass all die Geheimnisse, die hier verborgen liegen, bald auf ewig verloren sind und viele von ihnen im pelagischen Ozean versinken werden. Der Einfluss des dunklen Fürsten ist hier deutlich spürbar und Warge, Werwölfe sowie Lykaner durchstreifen jeden Winkel dieses Landes.
Ich muss mich an diesem Ort flink und lautlos fortbewegen, immer darauf bedacht, nicht entdeckt zu werden. Was den Zauber betrifft, der unsere Welt von den Himmeln getrennt hat, habe ich nichts herausfinden können. Doch eines wird mir immer klarer. Die Fürsten der Schatten müssen sterben. Okay, das wird wahrscheinlich dann unsere Aufgabe sein. Einfach mal runter. Einfach mal runter. Jawohl. Und nochmal. Alle-up. Oh, da ist eine Truhe. Wie kommen wir denn da hin? Das dachte ich mir, dass einfach springen nicht reicht. Wahrscheinlich auch wieder für einen späteren Zeitpunkt. Halle! Und... Das ist die Sphinx. Die Sphinx in Anders. Was umkreist die Viecher denn? Welche kleinen Feen oder was? Komm her doch! Gar nichts mehr. Den Feenbehälter. Suche in den Türmen nach Feenblüten, um ihn aufzufüllen. Also gibt es auf jeden Fall immer was Neues. Letzte Nacht träumte ich, dass eine wunderschöne Frau mich im Schlafe besuchte. Sie war betörend, hypnotisierend. Sie erzählte mir, es werde ein Krieger kommen und den Fürsten der Lykaner vernichten, und sie und ihr Volk würden ihn dabei unterstützen. Sie war die Königin der Feen und sprach in einer Zunge, deren ich nicht mächtig war. Dennoch verstand ich jedes Wort. Meine Augen werden sicher nie wieder eine solche Schönheit erblicken. Wenn ich heute sterbe, dann in dem Wissen, dass ich Dinge gesehen und erlebt habe, die keinem anderen vergönnt waren, und so kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass die verheißene Belohnung wirklich existiert. Ja, ein paar fliegende kleine Nucky Dice. Keine Dolche. Gut. Auf in das alte Jahr. Der Kristall ist bereits vollständig. Oh, den hat's übel erwischt. Hey! Ein Schattenmagiestein.
Wir müssen wieder drehen. Erst einmal kurz die Umgebung anschauen hier. Gut. Bleiben die unten, wenn wir jetzt loslassen? Wieder feste drauf. Das war's schon? Na, wir gucken erstmal, was wir hier mit der Tür machen müssen. Rechts oben werden schon feenartige Symbole angezeigt. Du musst drei Feen finden, um diese Tür zu öffnen. Ja, okay. Oh, das ist was Größeres. Jawohl, jetzt, wohin mit dem Viech? Auf die andere Seite? Demolieren wir erstmal ein bisschen die Einrichtung. Ah, hier hochklicken. Moment. Drücke A. Das ist ganz praktisch, dass man immer wieder diese Hinweise bekommt. Weil ich hätte mich, glaube ich, schon lange bei der Tastenbelegung komplett verloren. Hier liegt eine Leiche. Ich glaube, ich trenne mich jetzt erstmal von dir. Können wir nämlich eben hier die Leiche fleddern. Und ein vierter Schattenmagiestein. Noch einen und wir haben wieder einen kompletten. Na, komm schon. Wir hauen mal ein bisschen Schattenmagie raus.
ein Brettchen. Das wir per Quicktime hochdrehen können. Supi. Wieder drei Schalter. Diese Rune lässt sich nur mit Magie aktivieren. Okay. Jetzt haben wir natürlich... keine andere Art von Magie mehr. Wir versuchen es mal mit Lichtmagie. Nein. Das klappt nicht. Ah. Jetzt geht's aber wirklich hoch hinaus. Feen. Wenn die Feen ausgewählt sind, kannst du B drücken, um eine von ihnen auf den nächsten Feind zu hetzen. Indem du B erneut drückst, kannst du weitere Feen losschicken. Die Feen fliegen auf ihr Ziel zu und können bestimmte Gegner ablenken, sodass dir genug Zeit bleibt, eine verheerende Attacke auszuführen. Feen sind äußerst empfindlich und sterben nach einmaligem Gebrauch. Die magischen Kräfte, die den Feen Leben einhauchen, kann man auch verwenden, um bestimmte uralte Geräte zu aktivieren. Gut, eine haben wir schon gefunden. Kreuzigen Lünne. Eine Schriftrolle. Aha, Belohnung für Lösung des Rätsels, 300 Erfahrungspunkte. Ich habe einige Inschriften auf diesen alten Mauern entdeckt. Sie müssen im Zusammenhang mit den magischen Runen unten stehen. Die blaue Rune hat nur einen Nachbarn. Es gibt eine rote Rune, die eine blaue links neben sich hat. Ach, das ist für die Schalter unter uns. Okay, Moment. Blaue Rune hat nur einen Nachbarn. Das haben wir ja wahrscheinlich aktiviert. Wenn die ganz links ist, dann müsste die rote in die Mitte, weil die blaue links ist. Und ja, dann die rechts daneben wahrscheinlich auch rot. Wir versuchen es ja nochmal. Kommen wir hier. Können wir uns fallen lassen? Also. Ich dachte schon, der springt daneben. Okay, den aktivieren. Okay, Moment. So. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Doch, das war richtig schwer. Das war richtig schwer. Wow, bis da oben hin? Tatsache. Okay, wir schwingen uns rüber und weiter geht's. Hey, 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 hey. Wollen wir was machen? Nein. Moment. Wo geht's lang? Hier ist ein Dörrchen. Achso. Okay, das sah jetzt ein bisschen verwirrend aus auf den ersten Blick. Holzfäller. Höh.
Na. Feste rein. Ah, das sieht immer ein bisschen fies aus. Ob wir den nochmal benutzen können? Weil da hinten war nämlich, glaube ich, auch so eine Öffnung. Schön Baumstämme schleppen. Gucken, ob das irgendein Geheimnis verbirgt. Das bringt uns wahrscheinlich auch wieder auf die Turmspitze. Jawohl. Und die zweite Fee gefunden. So, ich glaube, wir müssen den gleichen Weg runter, den wir... ...gekommen sind. Das war? Ach so, ja klar, wir müssen erst einmal links rüber. Upsi dupsi. Wieder was zum Heilen gebrauchen. Wir haben Gott sei Dank noch ein bisschen Lichtmagie, den wir uns theoretisch im nächsten Kampf auch wieder heilen können. So, wir haben alle drei Feen zusammen. Den nehmen wir noch mit. Jawohl. Kann man sich jetzt... Ach, wir sind voll geheilt. Das gefällt mir. Moment. Achso, einfach runter, gut. Okay, hier kann man nicht lang zu dem Heilbrunnen da hinten, wäre ich gerne rübergesprungen. So geht's nicht. Nein, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Das definitiv auch. Nein, hier geht's definitiv auch nicht weiter. Müssen wir. Oh.
Müssen wir doch hier hoch? Dann hier vielleicht um die Ecke? Nee. Nee, das ist definitiv. Definitiv. Moment. Das war ein kleiner Bug. Geht's hier hinten runter? Ah, hier geht's noch weiter runter. Moment, da lag. Kommen wir hier nicht durch? Doch, komm. So, was hast du denn Schönes bei dir? Voll das Ding. Jawohl. Du hast dein Schattenscheinmedaillon gefüllt und so deine Magiekapazität gesteigert. Weiter mit A. Das heißt, wir haben mehr Kraft, um den bösen Viechern wirklich richtig einzuheizen. Jetzt muss ich noch mal eben kurz überlegen, wo ich mit den Feen hin musste. War das hier lang? Ja. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Ne, hier sind auch nicht. Gehen wir den Weg einfach nochmal zurück. Benutzen den Jungbrunnen in der Zwischenzeit. Oh, da ist was. Oder das ist sogar schon der richtige Weg. Okay, müssen das Ding nochmal eben aufdrehen. Oh, was will Hotte denn hier? Jetzt hat er das Ding kaputt gemacht. Muss das sein? Na klar. Zwei wäre ja auch langweilig. Immer wieder eine Freude. Sagt Nacht. Okay.
Kristall, den haben wir noch. Das reicht doch für den. Ja. Hey, gib mir noch ein bisschen Zeit. Eben kurz heilen. Jetzt aber. Und das war dann hoffentlich jetzt Nummer 3. So, und jetzt rüber zu dem Klotz hier. Ach so, wir reißen uns einfach einen zweiten Balken ab. Oder die komplette Mauer ein. So, Feen, dann kommt man zum Einsatz. Die drei Türme. Abgeschlossen. Magiesteine. Wir haben den grün und den rot gefunden. Ich vermute mal, der blaue war in der Kiste, den wir ganz zu Beginn des Levels gefunden haben. Beziehungsweise nicht gefunden, sondern nur gesehen. Ja. Okay. Waffen-Upgrade für die Feen nicht gefunden. Okay, es scheint doch wirklich noch eine Menge versteckt zu sein in diesem Spiel. Mission fortsetzen. Der dunkle Fürst, der Lykaner. Das ist auch schon das Ende des Kapitels 3. Möglicherweise wieder ein Bosskampf. Wir schauen einfach mal rein. Gabriel has fought long and hard to get to this point, and now he faces his stiffest challenge. The Dark Lord of the Lycans must be defeated if Gabriel stands any chance of bringing his beloved back. I fear he will suffer more than he knows once he discovers the truth. And yet his hatred and burning desire for revenge cannot be underestimated. He has the gauntlet, and he has Gandalf's weapon. He is a force that even the Dark Lord will struggle to deal with. Good. Soon he will overcome this evil. Soon the world will be free of the Lords of Shadow, and plans long dreamt of will come to fruition. Go, my friend, go and break this creature once and for all. Das mache ich. Starttaste drücken. Oh, das sieht doch schon sehr einladend aus. Und wie es weitergeht mit dem Boss der Lykaner, erfahren wir im nächsten Teil. Bis dahin, macht's gut und danke fürs Zusehen. Tschüssi.